im Hintergrund so ein bisschen the sun goes down. Wechsel am FC Mecklenburg-Schwerin in der 60. Minute verletzt unser Kapitän. Das ist der Mann mit der Nummer. David Laudan, herzlichen Dank. Das Spiel wird neu für ihn im Spiel mit der Nummer 25. Jevgeny Vordermann. Komm, 1 gegen 1, geh vorbei! Gut, Dani, sehr gut, Junge! Neu im Spiel mit der Nummer 6, Dixon Dabla. Ja, Spiel raus, ja, gut so. Ruhig, Carsten, rein, Flügel! Bitte, bitte! Bisschen weiter! Hey! Stehen, bisschen, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Lass nochmal. Da vorne, geh ab!
Spiel ab! Durch! Erstmal gute Besserung an die verletzten Spieler. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer er verletzt ist oder so. Erstmal gute Besserung. Ja, Fazit, wir wussten, dass es relativ schwer wird. Wir stellen eigentlich gegen unsere Idee um, spielen nur mit einer Spitze, wollen uns relativ tief stellen, weil wir wussten, dass Straßen damit letzte Woche ganz gut ist. Der Elfmeter für Schwerin und dann ist natürlich in unserer Situation relativ schwierig, denn wissen alle, dass es gegen so eine Band schwer wird, weil wir auch gesagt haben, das war die stärkste Band, gegen die wir in Erinnerung gespielt haben. Zu uns, denn würden die hier alles falsch machen und wir würden alles richtig machen. Das Ergebnis heute mal außen vor lassen. Das interessiert mich eigentlich relativ wenig heute. Schön, dass wir gewonnen haben. Da kann man auch streckenweise, glaube ich, zufrieden sein. Wir haben ein paar gute Passagen gesehen, spielerisch. Aber in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, was los war, komplett abgebaut. Überhaupt keine Sicherheit mehr gefunden im Spiel. Viele Fehlpässe gespielt, Zweikämpfe verloren. Also alles das, was die Basis ist für ein vernünftiges Fußballspiel, haben wir komplett vergessen. Mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Und da ist noch viel Luft nach oben.